Annas Kollektiv ist eine Gruppe aus Zürich, die seit 13 Jahren Sex-specific Performances macht. Wir sind zusammengesetzt aus zwei Architekten, zwei Tänzerinnen und einer Videokünstlerin. Und wir arbeiten aber wirklich sehr kollektiv. Also wir sind eigentlich zusammen entwickeln das Konzept. Die Choreografie, das Licht, die Videoinstallation und fügen das dann zusammen zu einem Ganzen. Und das immer auf eine ganz spezifische, Art ausgerichtet. Das dann so für uns wie entdeckt, dass wir eben nicht Bühnerinnen bespielen, sondern uns annehmen an Unart, Art, wo vielleicht belastet sind oder nicht belastet sind. Das ist so zustande gekommen, dass aus dem Vorstand jemand unsere Arbeit kennt hat und im Rahmen von dem 175-jährigen Jubiläum vom SIA Sektion Aargau uns beauftragt hat, die Performance zu machen. Einerseits der architektonische Aspekt, der uns sehr angesprochen hat, aber nachher natürlich auch was auf uns prallt ist, wo wir dann arbeiten konnten. Wo wir gemerkt haben, dass der Ort bei den Einwohnern nicht und Anstössen nicht sehr gut ankommt, das bei vielen. Und uns mit dem auseinandersetzen, einerseits das Bauwerk, das da ist, aber auch der Gebrauch oder wie wird die Umgebung darauf reagiert, das zu reflektieren. Wir sind eine Gruppe, die eigentlich sehr stark, also wir versuchen auch inhaltlich zu arbeiten. Wir gehen auch sehr stark von den Materialien aus und uns auch sehr abstrakt. Dann in dieser Art daran herzugehen, versuchen einen Inhalt zu finden. Aber es war jetzt schon so, also beim Arbeiten, wir sind sehr oft darauf angesprochen worden und haben müssen feststellen, dass die Reaktionen sehr fast durchgehend negativ sind von den Aarauerinnen und Aarauern. Also das Haus ist der falsche Begriff, die Überdachung. Und Halle genannt wird, aber eigentlich wirklich mehr das Dach ist. Es ist nicht narrativ. Es ist eine Aneinanderreihung von Momenten, wo eben der Körper mit den Materialien spielt, der Körper mit Bewegungen, die wir in diesem Raum gefunden haben. Das Licht, eben Videobilder, die man auch mit Bewegungen füllt, wo der Raum uns auferlegt hat und wir in diesem Raum finden. Wir gehen alle anderen Tätigkeiten an und das wäre allenfalls möglich, wenn man wirklich ein Stück als andere aneinander reihen würde. Ist aber nicht realistisch, also rein von der Energie her nicht. Und auch weil so viel Einladungen uns nicht reinschneidet. Also wir haben, also könnten wir jetzt auch nicht, aber auch wenn wir es hätten, die Arbeitsweise ist natürlich sehr kostspielig, weil wir eben Technik und Raum vor Ort, das treibt dann die Kosten von so einer Produktion recht in die Höhe.